Hi, ich bin Ben und das ist Was geht ab mit den Happy News am Donnerstag. Politiker versprechen vor der Wahl ja so ziemlich alles. Werden sie dann aber gewählt, setzt plötzlich Amnesie ein. Nicht so beim neuen New Yorker Oberbürgermeister Bill de Blasio. Oder Blasio. Keine Ahnung. B.I.B. De Bill de Blasio. Er hatte vor der Wahl versprochen, gegen die Ungleichheit zwischen Arm und Reich in der Metropole vorzugehen. Im November wurde er gewählt, im Januar trat er dann sein Amt an und ging sofort daran, sein Versprechen in die Tat umzusetzen. Er kündigte an, allen illegalen Migranten, die in New York leben, einen Ausweis auszuhändigen. Das betrifft über 500.000 Menschen. Mit den Ausweisen können die Einwanderer nun Mietverträge abschließen oder Bankkonten eröffnen. In einer Rede sagte de Blasio oder de Blasio: New York ist nun auch euer Zuhause. Wir werden keinen unserer Einwohner dazu zwingen, sein Leben im Schatten zu führen. Die zwei Studenten Stefan Krimmer und Steffen Strebel aus Baden-Württemberg bereiten sich gerade intensiv auf die Allgäu Orient Rallye vor. Das Ganze ist ein Oldtimer-Rennen, startet, wie der Name schon sagt, im Allgäu, geht dann durch 12 Länder und endet in der Wüste Jordaniens. Der Hauptgewinn ist übrigens jetzt nicht 50.000 Euro oder Diamanten oder was auch immer, sondern viel besser, ein Kamel. Ja, ein richtiges Kamel. Und dieses wird dann traditionell an eine arme Familie in Jordanien verschenkt. Das Ganze startet im Mai und auf dem Weg nach Jordanien müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das schwäbische Team hat sich außerdem vorgenommen, bestimmte Hilfsorganisationen auf diesem Weg zu besuchen. Unter anderem ist der erste Stopp im bulgarischen Belozhem. Dort halten sie in einer Armenküche und geben Geld und Sachspenden ab. Der humanitäre Gedanke steht bei der Allgäu-Orient-Rallye im Vordergrund und so werden die heißen Boliden nach der erfolgreichen Rallye meistens versteigert und das Geld dann an Hilfsorganisationen gespendet. Also eine coole Sache. Da wird nicht umsonst Benzin rausgeblasen, da geht es auch noch um einen guten Zweck. In Großbritannien sorgte die Polizei mit einem Twitter-Foto für Aufsehen. Polizisten hatten eine 55-jährige Frau auf der Autobahn gestoppt. Diese war mit ihrem Papageien unterwegs und das hatte einen ganz bestimmten Grund. In Großbritannien darf man mit einem vorläufigen Führerschein nicht auf Autobahn fahren und man muss einen erfahrenen Begleiter bei sich haben. Ähnlich wie dieses begleitete Fahren in Deutschland hier ab 17 und so weiter. Leider verstieß die Dame gegen die erste Regel, denn sie fuhr auf die Autobahn mit ihrem vorläufigen Führerschein und das auch noch viel zu schnell. Die zweite Regel, die hat sie allerdings eingehalten, nach ihrer eigenen Meinung, denn sie hatte ja den Papageien dabei, den erfahrenen Begleiter. Doch ein Papagei, der gilt leider nicht als erfahrener Fahrer, auch wenn er vielleicht erfahren ist und das ein oder andere Wörtchen im Straßenverkehr mitmischen kann. Ey, du Penner, weg von meiner Spur! Die Polizisten, die nahmen das auf jeden Fall mit Humor, machten ein Foto von dem Papagei und stellten es direkt auf Twitter und schrieben dazu: Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Leider war seine Besitzerin mit einer vorläufigen Fahrerlaubnis unterwegs und da Papageien nicht die Erlaubnis haben, unerfahrene Fahrer zu beaufsichtigen, haben wir ihr Auto auf der M62 beschlagnahmt. Da haben diese britischen Polizisten aber ihren britischen Humor bewiesen. Erstmal ein Teechen darauf. Morgen ist ja der 14. Februar und wie wir alle wissen, ist das der Tag der Verliebten, der Valentinstag oder auch der Tag, an dem besonders viel Schokolade verkauft wird. Und damit die Schäfchen nicht leer ausgehen, hat sich das Bistum Mainz etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mithilfe eines Speed-Datings möchte die katholische Kirche ihren Mitgliedern die Möglichkeit geben, bis zum Valentinstag noch einen passenden zu Beschenkenden oder Beschenkende zu bekommen. Im Internet wirbt das Bistum für die Aktion mit: Du glaubst, Speed-Dating ist eine oberflächliche, neumodische Form der Partnersuche und hat mit Religion nichts zu tun, weit gefehlt. Es geht darum, dass Religion und Glaube bei der Partnersuche durchaus eine wichtige Rolle spielen sollten. Darum darf sich jeder zu dem Speed-Dating anmelden, dem das auch wichtig ist und der zwischen 20 und 35 Jahre alt ist. Treffpunkt ist ein Schülercafé in Mainz. Ja, dort hat jeder 7 Minuten Zeit, um seinen Gegenüber so ein bisschen näher kennenzulernen. Nach 10 Runden kann dann jeder entscheiden, ob und wem er seine Kontaktdaten geben will. Und dann kann pünktlich zum Valentinstag seinem neuen, vielleicht bald Heiratspartner ein Geschenk überreicht werden oder einfach nur gedatet werden.
Eine beliebte Frage beim Speed-Dating ist ja, wenn du eine Pizza wärst, wie würdest du dich belegen? Also ich würde das fragen, wie würdet ihr euch belegen, wenn ihr eine Pizza wärt? Postet es unten in die Kommentare. Ich lese die psychologisch aus. Yeah. Das waren die Happy News für heute. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, und zwar am Montag, wenn es heißt... Happy News, Happy News, Happy, Happy News, Happy News, Happy News, Happy, Happy News. Ja, und in der Videobeschreibung gibt es die Links zu Facebook und Instagram und zu meinem Kanal. Hier ist der Abonnieren-Knopf, hier gibt es Excalibur und hier gibt es noch mehr Videos. Schaltet auch nächstes Mal ein, klickt jetzt drauf und tschüss. Ich sage bis bald, Hall auf meiner Stimme ist super toll.